Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer kleinen neuen Gameplay-Folge Anno 1800. Heute habe ich was Spezielles für euch. Erstmal schön, dass alle dabei seid und reinschaut und vielen herzlichen Dank für den ganzen Support, auch wieder in der letzten Folge. Absoluter Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Noch 2, 3 Abonnenten und dann sind wir wieder eine Stufe weiter. Was machen wir heute? Ich möchte heute mit euch nochmal die sogenannte Mod vom Taludas anschauen, die sogenannte Burrito Boom. Warum? Weil es da noch einige Probleme bei euch gibt. Und dann habe ich euch selbstverständlich zum Schluss auch noch den Bonus mitgebracht. Und zwar ein paar Spezialisten, die das alles noch ein bisschen durcheinander wirbeln. Okay? Ich habe das heute in einer kleinen Timeline ersehen. Erstens die Vorbereitung, zweitens dann den Aufbau und drittens dann den Bonus von den Spezialisten. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, dann skippt halt mal durch die Folge durch. Was machen wir als erstes? Wir müssen uns als erstes mal anschauen, was es überhaupt mit Burrito Boom auf sich hat, beziehungsweise was es dann dafür gibt. Diese Modification, beziehungsweise diese Mod vom Taludas, die ersetzen die Tortillas. Hat im Prinzip den Hintergrund, dass ich die Burrito Boom hier immer mit reinnehme in der neuen Welt. Die hat schon massiv mehr Aufwand im Aufbau, aber das wird sich lohnen. Möchte ich euch trotzdem gerne nochmal zeigen. Der Burrito Boom, das sind Journaleros, okay. Der Burrito Boom hat einen einzigartigen Bonus. Und zwar bekommt ihr pro Gebäude nochmal 5 Einwohner zusätzlich on top obendrauf, ohne dass ihr was machen müsst. Und genau deshalb, wegen diesem Bonus, lohnt sich das, Burrito Boom aufzubauen. Und deshalb mache ich es immer so, in der neuen Welt nehme ich dann eine einzelne Insel komplett und die benenne ich erstmal immer in Burrito Boom, damit ich erstmal weiß, okay, hier drauf gibt es Avocados, hier drauf gibt es die Guacamole und so weiter und so fort. Das werden wir hier drauf jetzt bauen. Ich hoffe mal, ich habe das alles soweit vorbereitet, dass ich hier ganz gemütlich mit euch anbauen kann, beziehungsweise losmachen kann. Ich habe auch schon eine Route von Enbesa vorbereitet. Die Route von Enbesa, die liefert uns Gewürze über die Gewürzfarm. Ich habe es jetzt nicht so gemacht, ihr wisst ja, Endgegner, neue Welt für mich, Gewürze. 2 Minuten, das ist der absolute Horror für mich. Ich liebe das schon, diese Aufgaben, dann mit Spezialisten und Traktoren, ihr wisst Bescheid, aber ich habe es jetzt mal so gemacht, ihr habt es gerade gesehen, das kleine Luftschiff ist wieder nach Osten abgetigert. Das liefert uns die Gewürze hier an. Und wir machen mal los und schauen erstmal, was wir hier überhaupt benötigen. Übrigens habe ich dann noch einige Spezialisten mitgebracht, die, ja, wo man vielleicht einiges nimmer so benötigt, sage ich jetzt mal, dafür halt andere Sachen benötigt. Okay, da gucken wir uns mal an. Wir brauchen hier erstmal, wir fangen erstmal an, ne, ich sage, das ist Anno immer, und damit fangen wir erstmal an mit Bauen. Hier brauchen wir im Prinzip erstmal 6 Module, das ist eine elektrifizierte Weide. Ich glaube, die sponsert uns noch etwas Milch, ne? Jede Minute, wenn man das mit Elektrizität zum Schluss versieht. Ich weiß, hier gibt es erstmal keine Anbindung ans Lagerhaus. Alles gut, klemmen wir gleich mal mit an. Das ist kein Problem. So, davon mindestens 2. Immer. Und das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ich baue halt mal hier mal 2 einfach so daneben. Wie gesagt, kann jeder optimieren und machen, wie er gerne möchte. Ich baue erstmal 2 Stück. So, dann geht es erstmal los mit Rindfleisch. Das ist erstmal klar. Jetzt würde ich sagen, Avocado-Plantage und die Maisplantage. Wir gehen über die Hacienda, weil die ist etwas platzsparender und dann, wie soll ich das sagen, vom Output her genauso, aber wie gesagt, ist halt platzsparender. Also machen wir es so. Und wir bauen uns dann hier erstmal gemütlich irgendwo eine Hacienda hin. Ist im Prinzip egal, ne? Die hat einen schönen Ausgangsradius. Wir können auch hier unten, also ich habe das extra so aufgeteilt, dass man die Ölplattform noch extra mit ansteuern könnte, wenn man das wollte, über einen kleinen Hafen hier unten. Kann man auch noch machen, ne? Dann Thema Traktoren. Der eine oder andere wird sich wird dann bestimmt wieder lachen, weil ich nehme die eigentlich, ich hab die jetzt nie mit reingenommen in der letzten Zeit, aber ich habe dran gedacht, ne? Das auf jeden Fall. So. Richtlinien brauchen wir gerade nicht, weil es gibt nur der Lebensmittelverbrauch der Bewohner und wir haben tatsächlich keine Bewohner drauf. Das sagt eigentlich für uns, wir brauchen hier unbedingt noch einen Pendlerkai. Den Pendlerkai, den schließe ich hier mal so an, kosten eine Ellenlänge an Geld. Ich würde euch gerade im Early Game bzw. im Mid Game würde ich euch da davon abraten, mit dem Ding hier irgendwas zu bauen. Ich würde, weil das Ding kostet 2.500 im Unterhalt, ich würde so weit gehen, um zu sagen, baut bitte mit dem Lufthafen, also warte mal, ich hab's hier irgendwo hier, ne? Baut hier bitte mit diesem Lufthafen
hier diese Pendlerstation an. Die kostet euch keinen Cent oder kein Credit oder keine Münze extra. Ihr habt ihr nur für den Lufthafen, ich glaube, eine insgesamte Wartungskosten von 500, 450, 500. Das ist deutlich, deutlich angenehmer, wie wenn ihr hier mit dem Pendlerkai arbeitet, mit dem über den Seeweg. Der kostet halt dann 2.500. Und ja, also da kann man solche Kleinigkeiten kann man dann tatsächlich einsparen, ob man es glaubt oder nicht. Das ist Anno. So, dann sind wir mal soweit. Also, wir brauchen für die Hacienda brauchen wir jetzt zwei verschiedene Sachen. Einmal habe ich die Insel rausgesucht mit der Avocado-Fruchtbarkeit und das andere mit der Maisfruchtbarkeit. Wenn nicht, habe ich auch schon vorbereitet. Wenn nicht, holt euch ganz einfach über die Items, holt euch hier diese Seeds rein. Na, das ist alles kein Problem, könnt ihr dann auch jederzeit machen. Okay. So, dann beginnen wir mal und dann fangen wir einfach mal an, hier mal zwei Maisplantagen rauszubauen. Wir können es gleich mal ein bisschen nachhaltiger machen. Wir bauen mal drei und für die Avocado, das ist halt ein bisschen extrem, weil dafür brauchen wir deutlich mehr. Ich baue erstmal nur eine, das ist immer bei mir so. Ich baue eine und stelle dann fest, warum ich die anderen hier daneben gezimmert habe, wenn ich doch die eine mit den ganzen Agrarnutzflächen einfach kopieren kann. Ja, das ist immer so. So, okay, hätten wir das mal. Hier machen wir gleich ein bisschen was anderes. Die machen wir auch weg. Die schließen wir gleich so mit an, dass ihr seht, 64 Module, das ist wirklich sehr, sehr platzsparend angelegt. Sag mal, wir bauen mal vier Stück. So, jetzt haben wir hier einen Output von 2 Tonnen pro Minute. Eine Avocado-Farm oder eine Avocado-Plantage produziert eine Tonne pro 2 Minuten. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe ja, ne, ich hatte ja gesagt, ich habe hier noch die Avocado-Fruchtbarkeit noch mit reingeholt. Ich könnte jetzt noch den Mais mit reinholen als Beispiel. Ich habe den auch noch irgendwo, hatte ich den noch abgelegt, den Mais. Guck Diese mal. Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Gucken wir mal schnell. Irgendwo hatte ich den noch reingepackt. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Das ist eine Anlegestelle, das sieht man das leider nicht. Ne, dann hatte ich ihn tatsächlich noch nicht. Oder ich habe ihn irgendwo anders mit hingekarrt. Egal. Wir sind abflugbereit. So, ganz wichtig ist jetzt, wir haben jetzt mal relativ viele Ausgangswaren in der Produktion. Wir haben jetzt hier Mais, wir haben Avocados und wir haben die Rinderfarmen. Mit den Gewürzen und den Avocados geht es jetzt weiter und zwar geht es jetzt zur sogenannten Guacamole-Küche. Davor wollen wir das machen, deshalb arbeite ich hier unheimlich gern mit der Hacienda. Ihr habt hier über die Hacienda die Möglichkeit, kleine Hacienda-Warenhäuser zu installieren. Guckt mal, die Hacienda-Warenhäuser, die sind so geil angelegt. Ihr könnt hier von dem, ich sag mal, von dem Platz der Hacienda, im Prinzip auf der rechten oder linken Seite, könnt ihr dann gleich anlegen. Guckt mal, da könnt ihr dann gleich ein paar solche Warenhäuser installieren und die könnt ihr dann gleich hier kreuzungsmäßig anbauen. Könnt ihr auch gerne. Keine Ahnung, können auch gerne ein bisschen Schönbau betreiben, können noch ein paar Palmen in der Mitte hinbasteln. Abflugbereit. Der ein oder Die andere von euch, der Menschen mag das ja lassen sie unheimlich, hochleben. wenn das nicht so karg einfach nur hingeklatscht ist. Ja, deshalb habe ich auch versucht, hier ein paar Wege in der Mitte hinzubauen. Das hier könnt ihr gleich upgraden zu Pflasterstein. So. So, das können wir dann auch gleich mit upgraden. Das passt. Okay. Jetzt haben wir erst einmal die Warenhäuser. Jetzt herrscht hier reger Betrieb. Wir machen weiter mit einem Zwischenprodukt und das sind die Guacamole-Küchen. Über, wie gesagt, über Avocados bzw. über die Gewürzfarben gibt es hier die Guacamole-Küchen. Das heißt, wir basteln uns die Küchen, die basteln wir uns gleich hier oben hin. Ja, einfach so mal ein bisschen nebenher, damit ich euch das mal zeigen kann und die bastel ich dann gleich an den Weg ran. Und Start. So. Das heißt, die gehen dann, die Avocados gehen dann im Soll besten ich Ihnen Falle zeigen, wie direkt das hier in geht? die Guacamole-Küchen rein. Gucken wir mal, 3 Tonnen werden benötigt. Wir erzeugen nur 2. Das heißt, wir müssten spätestens jetzt anfangen mit einer Handelskammer und müssten dann anfangen, die Guacamole ein bisschen einzusockeln. Ne? So. Sollte das passen? Ja, ganz knapp. Ja, brauchen wir mal noch eine Farm, bräuchten wir mal noch. Ah, dann. Ja, es sieht schon sehr gut aus. Okay, passt. Übrigens, wenn man das mit Strom versorgt, kriegt man dann auch 12 Tonnen Milch raus. Also, wenn man das will. Verrückte Welt.
Gut, wie geht's weiter? Also, wir haben jetzt erst einmal die Waren hier, das hier wird zusätzlich abgeworfen, ohne irgendwelche Spezialisten, sondern eigentlich nur mit Strom. Ne? Wenn man die Rinderweiden mit Strom versorgt, dann kriegt man hier Milch raus. Das kriegen wir angeliefert und das haben wir jetzt gebastelt. Als nächstes gehen wir weiter und suchen uns jetzt hier zu der Burrito-Manufaktur. Gehen wir jetzt hier unten, suchen wir uns eine Holzfällerhütte und dementsprechend ein Aschenhaus. Das heißt, mit einer Holzfällerhütte könnte man zwei Aschenhäuser betreiben. Das heißt, wir machen es jetzt hier so. Wir gehen hier gut und gerne ruhig an den Strand ran. Die Bewegung braucht neue Helden. Ein Nein, sorry, Fähnchen im Isabel. Wind. Gerade mal nett. Heute nett, meine Liebe. Entschuldige. So, hier machen wir es dann genau dasselbe. Und dann bauen wir gleich auf der Seite, basteln wir gleich ein paar Warenhäuser mit dran. Hat nur den Effekt, dass wir hier schneller die Waren abgreifen können. Ne, deshalb habe ich das ja auf der Insel, deshalb habe ich das ja so versucht, in dem kleinen Viereck anzulegen. Die Ölquellen, wenn ihr dann das Forschungsinstitut habt, da könnt ihr dann zum Beispiel, ja, ein kleiner Tipp, müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen, über die bahnbrechenden Entdeckungen oder es gibt da auch eine Mod, die man ganz am Anfang mit rein installieren kann. Denkt dran, die wirkt nur am Anfang des Spieles. Da müsst ihr dann, wenn ihr einen neuen Spielstand startet, könnt ihr das verschieben, gerne wie ihr wollt. Da könnt ihr dann die Ölquellen anwählen und könnt die dann wohin schieben, ihr wollt. Ne? Oder mit den bahnbrechenden Entdeckungen im Forschungsinstitut könnt ihr dann mit einem Gutschein könnt ihr dann auch die Ölquellen verschieben. So habt ihr dann irgendwann hier ein wunderschönes Viereck. Wir sind jetzt Ist hier. das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Alles klar. Wir haben jetzt hier so weit gebastelt, dass wir jetzt hier den Holzfäller haben. Das heißt, mit einem Holzfäller könnten wir theoretisch zwei Aschenhäuser betreiben. Das machen wir auch, gehen wir rein, denkt dran, das kostet alles Obrero-Arbeitskraft, wenn man das immer sieht. Aschenhaus kostet Obrero, das ist normal, ne? Jornalero, das kostet auch Obrero-Arbeitskraft, eben auch die Guacamole-Küche, ne? Und das hier, die Burrito-Manufaktur, das ist halt das Schlimmste dran, das kostet dann 100 Arbeitskraft. Die Tortilla-Mühle lässt sich mit Mais und dem Aschenhaus betreiben. Das heißt, die Tortilla-Mühle installieren wir dann einfach hierher. Geht auch recht schnell, guckt mal eine Minute. Das heißt, wenn bräuchte man maximal 3 Tonnen. Na, dann sieht das gut aus. Und dann müssten wir halt mal gucken, dass wir hier noch zum Thema Weide, dass wir hier mindestens noch eine Rinderfarm dazu basteln. Ich mache das dann meistens so. Ich spiegel das ganze Bild. Normalerweise ist es perfekt, also perfekt symmetrisch, wenn man eine dritte anbaut. Dann blenden wir noch einen Weg ein, dann kopieren wir uns den Spaß nochmal und dann machen wir das so hier. So gibt es einen Weg und mindestens 4 Weiden, die ihr dann angeschlossen habt. Da können wir dann gut und gerne hier zum Beispiel noch ein Hasschen in der Warenhaus mit einbinden oder dann zum Beispiel hier auch noch, ne? Also, sodass ihr dann schneller auf eure Waren zugreifen könnt. Gut, passt. Wunderbar. So, wie geht's weiter? Eigentlich war es das jetzt. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, jetzt kommt ja nur noch die Burrito-Manufaktur, ne? Wo machst du denn die hin? Ist eigentlich egal. Es ist völlig egal, wo ihr die hinpackt. Ob dahin oder dahin, die greifen die Waren sowieso ab. Ich würde euch empfehlen, die Burrito-Manufaktur immer in die Nähe von so einem kleinen Warenhaus zu packen. Zum Beispiel hier kann man das gut hinstellen, ne? Kostet 300 Arbeitskraft. Dann haben wir das schnell rausgebaut. Schön, dass Sie sich Und Zeit dann für die seht ihr schon, Feinheit Rindfleisch haben genommen. wir da, Guacamole haben wir da und auch die Tortillas. Und dann kann hier schon die Produktion starten. 3 Tonnen, 3 Tonnen haben wir sogar 4 vom Aschenhaus, 3 Tonnen Guacamole, 5 Tonnen Burritos kommen jetzt angeblich raus. Ne? Also Nachfrage gibt es keine. Versorgung 5 Tonnen. Guacamole produzieren wir etwas mehr. Also das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Weil wir hier zusätzlich über die Burrito-Manufaktur nochmal einen Effekt reinbekommen haben. Das wollte ich euch eigentlich zum Schluss erst zeigen, aber gut, ich bin jetzt schon drüber gehavert. Jede zweite Tonne Burritos bekommen wir pro Burrito-Manufaktur noch eine dazu. Wenn man das aufrechnen würde, dann würde man halt vor Produktionszeit von 2 Minuten nicht 2 Tonnen bekommen, sondern wird von der Produktionszeit von 2 Minuten 3 Tonnen bekommen. Ist ja eigentlich so mal gar nicht so schlecht. Rechnen wir zurück. Das heißt 40 Sekunden pro Manufaktur für die Herstellung. Ne? Also das klingt richtig, richtig gut. Und wenn man das aufrechnen würde, dann rechnet das Anno mit und dann kommen wir halt auf 5 Tonnen Burritos, die jetzt hier rauskommen. Das ist richtig, richtig gut. So, und jetzt sind wir fertig.
Jetzt gucken wir noch mal kurz auf Manola, wie viel wir da davon Burritos denn bräuchten. Da können wir dann die Produktion bestenfalls verdoppeln, als Beispiel. Ne? 4 Tonnen Burritos werden hier gefordert. Also müssten wir noch mal reingehen und sagen, ja, jetzt hauen wir rein und machen alles das Doppelte. Das heißt, hier noch mal, da auch noch mal gerne, zack, zack. Da gehen wir auch noch mal rein. So, bei 5 Tonnen können wir dann da davon ausgehen, dass wir die noch mal dreimal hier hin basteln. Sollte vom Output nichts anderes werden. So, von der Maisplantage bräuchten wir noch mal mehr. Das heißt, hier bauen wir dann einfach einen Weg ran. So mache ich das meistens. Ne? Also man könnte das jetzt sogar noch nachhaltiger machen. Und einfach drehen. So hier. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Und so sehe das dann aus. Dann hast du oben und unten genau das Doppelte. Und dann baust du einfach deine Lagerhäuser hier an die Seite. So, das war's schon. Und hier, da müssen wir uns auch nochmal was ausdenken zum Thema Avocados. Da können wir, glaube ich, nicht alles drehen. Macht aber nichts. Da bauen wir uns auch noch so einen kleinen Zwischenweg hierher. Wir können eigentlich drehen bis zur Nummer 4. Machen wir das doch auch. So hier, ne? Ganz einfach, Weg hingezogen. Zack. So, und dann die 3 Stück, sage ich euch, die basteln wir dann hier nachher. Und dann ist gut. Deshalb ist es immer gut, wenn man zwischendurch noch ein bisschen Platz lässt. Ein bisschen Platz heißt immer, man könnte hier noch mit 2 Warenhäusern hier ansetzen. Und die 2 Warenhäuser holen sich dann da oben noch die Masse ab, als Beispiel. Ne? Weil es so schnell herstellen können die ja nicht. Und jetzt sehen wir, dass wir hier ein kleines Reichweitenproblem haben. Auch kein Problem. Dann machen wir es gerade so hier. Und dann können wir, wenn wirklich alle Stricke reißen, könnten wir zur Not hier oben auch noch ein bisschen was anlegen. Ach, ich mag das so ein bisschen verschachtelt bauen. Ah, ich liebe das total. So, jetzt haben wir von allen hier das Doppelte. Allerdings bräuchten wir hier noch einen Holzfäller, der hier ebenso den Output mal das Doppelte erhöht. Dann machen wir das nochmal. Nicht allzu viele Änderungen. Nee, das denke ich auch nicht, dass du zu viele Änderungen hast. Wir gehen mit weniger Waren rein und mehr Zufriedenheit. Sie haben an Einfluss gewonnen. Schaut mal, der bastelt ganz in Ruhe. Hier nehmen wir noch 2 Aschenhäuser mit rein und dann haben wir wirklich von einem das Doppelte haben wir dann installiert. Ne? Deshalb ist das immer gut. Ich empfehle es euch wirklich, packt dieses Burrito-Boom wirklich auf eine externe Insel drauf, damit es richtig, richtig abgehen kann. Mit Spezialisten, mit allen. Und dann könnt ihr hier ganz in Ruhe, könnt ihr hier Gas geben. Ne? Zack. Zum Beispiel. Ausbau nicht wirklich, weil es fehlt gerade mal Holz. Ja, jetzt fehlt. Okay, jetzt fehlt Holz. Aber auch nicht schlimm, haben wir uns gleich organisiert. Hier gibt es wieder genügend. Ich habe vor uns alles, was ich hier noch gefunden habe. An Holz habe ich hier angekarrt, mittlerweile auch wieder ein Baustoffschiff reingepackt, habe wieder die Routen verdreht, verändert. Und das werde ich dann mal noch anklemmen an die Insel. Vorwärts. Das Baustoffschiff. Da. So, und in der Zwischenzeit wird der eine oder andere sagen, haben wir ja noch ein paar Slots frei in den großen Handelskammern. Ihr habt völlig recht. Und da gehen wir jetzt rein und schauen das uns auch noch mal ganz gemütlich an. Ihr seht, die basteln ganz gemütlich, also das passt dann schon. Und wenn das große Luftschiff wieder da ist, werden wir das alles vervollständigen. Die 2 Warenhäuser noch gebaut und hier die 3 Burrito-Manufakturen und dann hätten wir das. Klarer Himmel. Klarer Himmel. So, gut. Läuft. Natürlich, kommen Sie zu uns. Sehr schön. So, na gucken wir mal, wie es aussieht. Mittlerweile hat das Aschenhaus viel zu viel. 6 Tonnen überall. Die Guacamole-Küche müssen wir nochmal erweitern. Das sind die hier, die 3 Stück. Na, kein Problem. Dann basteln wir hier auch nochmal ein bisschen mehr rein. So, dann arbeiten die auch schon effizienter. Dann seht ihr 3-3. Mittlerweile produzieren wir 9 Tonnen Burritos. Das sind eigentlich viel zu viele, aber lieber zu viel wie zu wenig.
sage ich immer. 36 Tonnen Milch, da muss sich eigentlich gar keiner mehr beschweren. Und ich sage mal jetzt, weil wir bei einem Durchschnitt von 6 Tonnen Herstellung sind, würde ich jetzt gerne nochmal mit euch als Bonus die Spezialisten durchgehen. Passt auf. Ich Was habe darf jetzt es sein? diverse Spezialisten mitgebracht, die hier nochmal das eine oder andere durcheinander bringen. Ich hoffe mal, das reicht noch. Wenn nicht, dann fliegst du gleich Klarer nochmal Himmel. weg und holst nochmal etwas Holz. Ja, ihr seht schon, ich habe ein bisschen mehr gebastelt. Wir gehen mal rein und schauen uns den ersten mal an. Beeinflusst die Schokoladenfabrik-Küche und Guacamole-Küche. Bei der Guacamole-Küche ist das schön. Die hat hier den Vorteil, dass die Produktivität Ist das aufregend? um Eine Berühmtheit ist 50% gerade. erhöht wird. Wir brauchen ja 6 Tonnen. Das heißt, wenn wir den mit reinnehmen, produziert er zusätzlich noch Zucker und Rum. Ja, das ist die Guacamole-Küche hier. Und bei Zucker und Rum ist es tatsächlich so, dass der hier schon mal nochmal 2 Tonnen mehr raushaut. Denkt dran, es werden jetzt auch mehr, ne, Guacamole hergestellt. Versorgung 9 Tonnen, Nachfrage 6 Tonnen. Das heißt, egal wie, das geht jetzt alles etwas schneller. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel Geht zurück zu euren Familien. zwei Betriebe abdrehen. Dann kommt er, glaube ich, wieder auf dasselbe raus, ne? Dann habt ihr hier wieder 6 Tonnen, wird halt nicht mehr so viel Zucker und nicht mehr so viel Rum hergestellt. So als Beispiel. Könnt ihr auch machen, oder ihr könnt es auch angeschalten lassen. So, das nächste, was ich mitgebracht habe, ist hier selbstverständlich der Gartenbauer Hermann. Der boostet nochmal die verschiedenen Avocado-Plantagen zum Beispiel, ne? Also, wenn ihr den jetzt hier eingeslottet Setz habt, dich lieber in den Schatten, dann geht Hirsch. das hier nochmal schneller, habt weniger Module für die ganzen Plantagen und so weiter und so weiter. Außerhalb des Hauptgebäudes. Ah, okay, Moment, dann ist es ja kein Problem. Dann werden wir das hier. Wollte gerade sagen. Na, dann werden wir das hier noch hierher ziehen. Oh hier. Dann sollte das auch passen. Ja, man hat am Anfang nur relativ wenig Einflussgebiet für die Hacienda, wobei ich das ja schon etwas erweitert habe, aber man sieht's. So, na, der Gartenbauer Hermann, ihr habt es gesehen, zu was der alles in der Lage ist. Kann sehr, sehr viele Farmen gerade beeinflussen, wenn ihr es nochmal gerne sehen wollt. Und hat zusätzlich Paprika, Kartoffeln und Trauben als zusätzliche Waren im Angebot. Er ist richtig gut. Da gibt es auch noch eine abgeschwächte Version auf ungewöhnlich und ich glaube noch eine selten. Weiß gar nicht mehr genau. Die nächste, die da ist, ist zum Beispiel, ne, hier beeinflusst die Schokoladenfabrik, die Küche, Einscreme-Fabrik und die Guacamole-Küche. Also die Guacamole-Küche ist hier richtig geil im Kommen. Je mehr, desto besser. Guckt euch das mal an. Und die haut hier nochmal mehr mit raus. Mittlerweile sind wir dann bei 31 Sekunden, was hier Guacamole erzeugt werden. Und da könnt ihr, glaube ich, auch nochmal locker einen Betrieb, könnt ihr nochmal dicht machen. Und ihr seid, es wird knapp. Aber ihr Mit werdet trotzdem rumstehen noch kann man gerade so panisch, pari gerade pari alle an unterwegs. ihrem Platz. So, und dann haben wir hier nochmal Burrito-Manufaktur, Jalea-Küche und Tortilla-Mühle. Ich sag mal, die Burrito-Manufaktur wäre ja das hier. Das ist eigentlich nur dafür da, dass hier die Arbeitskräfte getauscht werden und viel weniger Arbeitskräfte dafür, ne, benötigt werden. Guckt euch an. Hier oben das Arbeitskräfteverhältnis und zack. Na, das kostet jetzt knappe 450 Arbeitskräfte, aber für 6 Manufakturen. Und das hätte richtig viele Obrero-Arbeitskräfte gekostet. Das ist schon Must-have. Und dann haben wir hier noch beeinflusst die Burrito-Manufakturen. Damit würde ich dann die Spezialisten hier erstmal so weit lassen. Der Molemeister tauscht die Eingangswaren. Und zwar ist es so, wenn er wenn die Insel von Burrito Boom zum Beispiel nicht so groß ist oder ihr relativ wenig Platz habt, dann könnt ihr hier auch über die Fischöle gehen. Na, die Fischöle, die sind deutlich effektiver, weil man die am Strand platzieren kann, wenn ihr genug Strandplatz habt. Und wenn man mal da reingeht und jetzt überlegt, dass man da insgesamt 8 Tonnen braucht, dann könnt ihr eigentlich die Rinderfarmen komplett wegmachen. Also ihr könnt es wirklich machen, ne? Komplett weg mit allem drum und dran. Hier könnt ihr die Wege auch wegmachen. Alles kein Problem. Und könnt jetzt, wie gesagt, nur noch über die Fischöle gehen, wenn ihr da Bock drauf habt. So, das könnt ihr dann hier unten machen. Seht einen relativ großen Strandbereich, deshalb habe ich einen großen Strandbereich rausgesucht. Könnt ihr aber auch hier oben machen. Ich würde hier oben den Strandbereich wählen. Ganz einfach deshalb, weil hier oben erstmal nichts so groß stört. Das Ding guckt nach Osten.
Das wird eigentlich relativ wenig angefahren. Und dann könnt ihr hier ganz normal. Lassen sie hochleben. Und dann könnt ihr hier ganz normal Fischefabriken rausbasteln. 4 Stück haben wir ja gerade eben gesehen, reichen ja. Na, Moment, bauen wir wieder ein paar kleine Warenhäuser rein, würde ich sagen. Hä? So, dann sollte das reichen. Was so, kann ich für dann dich sind tun? Die alle versorgt. Sind alle Lohn und Brot, aber es gibt hier, okay, alles gut, dann bauen wir die normalen. Das ist eh typisch, wenn ihr noch ein paar Einwohner hier drauf hättet. Dann könnt ihr hier normal mit den Einwohnern, könnt ihr den Hacienda-Einflussbereich nochmal deutlich erweitern. Na, die steht halt hier oben, der reicht halt nur bis hierher, dann ist es halt so. Und jetzt haben wir wieder eine optimale Produktion. Wie gesagt, wir warten auf das erste Fische, das sollte losgehen. Mittlerweile haben wir über 300 Tonnen Burritos da. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier über die Routen irgendein Luftschiff schnappen. Wir könnten uns eine Route einrichten, eine Handelsroute. Dann gucken wir mal, naja, die sind vielleicht ein bisschen zu groß, die Teile. Mein Gott, haben wir viele von den großen. Hier zum Beispiel, ne, das goldene Einhorn können wir gerne mal nehmen. Und dann können wir hier von Burrito Boom nach Manola können wir hier die Journaleros, tun mir leid. Burritos die armen Kerle werden niemals hin und her fliegen. Dann würde ich noch mal ganz, ganz kurz mit euch warten, bis die ersten Burritos hier angekommen sind. Ich schätze mal, das Luftschiff wird aus einer anderen Region kommen. Ist aber alles kein Problem. Und dann sehen wir mal, wie hier die Bevölkerung noch mal explodiert. Zurzeit, ne, schauen wir mal, haben wir ungefähr 8.800 Einwohner bei uns. Da davon ist aber noch keine Burritos sind noch nicht drauf. Und für die Nähmaschinen und die Melonen, da mache ich dann zwischen den Folgen was Schnelles. Damit wir uns dann mit den Artistas beschäftigen können diese Woche. Weil ich hatte ja gesagt, merkt euch 8.800. Weil ich hatte ja gesagt, für unsere Einwohner-Challenge brauchen wir hier unbedingt noch diese 3 Filmrollen, Parfüms und Ventilatoren. Die 3 hätte ich sehr, sehr gerne noch gebastelt mit euch. 120.000, ja, das schwankt immer ein kleines bisschen. Aber sieht schon sehr, sehr gut aus. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Wenn wir jetzt noch ein Fest hier drin hätten oder so, wäre das noch besser. Weniger warm wäre noch besser. Was machen wir jetzt? Okay, das gibt nur Schokolade. Mal gucken. Das Luftschiff ist sogar schon da. Schaut es euch einfach nur an. Das lädt gerade ein. Ja, das ist nicht das schnellste, das mittlere Konto. Das kann nur 3 Tonnen pro Sekunde einladen. Ich würde euch ja noch empfehlen, wenn das schneller gehen sollte bei euch, slottet da gerne noch ein bisschen was ein. Gradet das Konto ab bis zur maximalen Stufe, weil da kann man dann viel, viel schneller laden, also beladen und entladen. Ich glaube, das geht da bis zu 5 Tonnen ohne irgendwelche Spezialisten. Ne, 5 Tonnen. Hier ist es maximal ausgebaut, wie ihr das seht. Und das macht schon sehr, sehr viel bemerkbar. Und jetzt sehen wir hier ganz zum Schluss ganz entspannt, wie das Luftschiff ankommt, hier die Burritos entlädt. Und dann gucken wir uns einfach mal die Einwohner an. Ne? Zurzeit sind es 8,8. Gucken wir mal, wenn es voll wird. Ja, das wären schon massiv mehr. Das sollte gleich ankommen. Was machen wir jetzt? Ich glaube aber eher, dass das Luftschiff woanders anhalten wird, oder? Bereit für ihre Lieferung. Ja, das Luftschiff hält woanders an. Mittlerweile sehen wir, wie die Einwohnerzahl wieder steigen. Guckt euch das mal an. Und von 8.800 hast du dann halt viel, viel mehr, dadurch, dass du halt so viele Gebäude hier hast von den Obreros mittlerweile. 10, 20, 30, 40, ja, über 100 Stück sind es auf jeden Fall. Das wäre noch gut und gerne mindestens noch mal ein Taui an Einwohner mehr. Da kratzt du dann so an die 10.000. Ungefähr, dann holst du noch ein paar Melonen und noch ein paar Nähmaschinen und dann gehen wir schon Richtung die Artistas. Da muss ich hier das Holz werde ich dann noch wegmachen. Die Lagerung hier unten, also die Lagerstätten, die Depots, die werde ich noch wegmachen, damit wir hier uns noch richtig schön ausbreiten können. Und dann schauen wir mal, was wir Richtung Artistas anstellen. Es gibt noch jede Menge zu tun, bevor die Community Challenge ausgelaufen ist am Samstag. Denkt bitte dran. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier dabei seid. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einiges von Burrito Boomer erklären. Ranholt, wie gesagt, ein Talut, das seine Mod, die werde ich hier unten nochmal verlinken. Die könnt ihr dann gerne mit reinnehmen und ihr seht, was das ausmacht, wenn ihr so eine einzelne Insel mit den Burritos, ne, so ein ganz kleines bisschen bebaut. Macht unheimlich Spaß, diese Mod. Und ja,
dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Macht's gut.